Ja, hallo, da bin ich mal wieder. Unter der Überschrift Geheimnisse des Alltags möchte ich doch gerne etwas loswerden. Und zwar geht es um das Thema Gottgläubige und Atheisten. Und zwar einfach ein spezieller Gedanke dabei. Es ist zunächst mal so, dass es ja klar ist, man kann nicht beweisen, ob es Gott gibt und man kann es nicht widerlegen. Das ist eine allgemeine Tatsache. Das ist auch weniger geheimnisvoll, weil wenn es Gott gibt, und davon bin ich überzeugt, ist er nicht aus Atomen zusammengesetzt, man kann ihn in der Weise nicht sehen und deshalb ist es Glaube. Aber eine Sache finde ich ganz interessant, ganz faszinierend, nämlich eine These und Antithese zum Thema Gott oder Nicht-Gott. Und zwar gibt es ja Folgendes, dass man schon früher von der Philosophie her gesagt hat, um zu sagen, dass es nicht Gott gibt, der Mensch wäre also sehr bedürftig, also erfindet er sich ein Wesen, das nicht bedürftig ist. Er ist krank, also hat er sich etwas erfunden, was überhaupt die Gesundheit schlecht in ist. Und der Mensch ist schwach, also hat er sich etwas erfunden, was total stark ist und so weiter und so fort. Der Mensch ist sterblich, also hat er sich, so sagt man, dann, also die Atheisten sagen dann, ein total starkes Wesen erfunden, das unsterblich ist und Macht über alles hat. Die Gegenthese ist jedoch die, dass ein Philosoph, dessen Name mir im Moment nicht einfällt, aber das haben sicherlich auch mehrere gesagt, sagt, ja, der Mensch kann sich aber nur denken, was es gibt und nicht, was es nicht gibt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich stelle mir vor, einen rosa Elefanten mit blauen Flügeln, der über das Dach des Nachbarshauses fliegt. Das ist natürlich irrational, sowas gibt es ja gar nicht. Aber die Bestandteile von dem, was ich genannt habe, das gibt es schon. Es gibt Flügel und es gibt das entsprechende Tier und so weiter. Aber wenn es Gott nicht gäbe, wie kann man sich denn etwas vorstellen, was es überhaupt nicht gibt und von dem man da gar keine Kenntnis haben kann? Das ist wiederum allerhand. Das ist wie Topf und Decke. Das wollte ich mal loswerden. Ist ja vielleicht ganz interessant. Okay, dann alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschö.